Kurz vor Weihnachten wurde es amtlich. In der Jahrespressekonferenz gab das Umweltministerium zu, Schuld am plötzlichen Absacken eines Teiles der A20 in Vorpommern ist ein Lindwurm. Das geheimnisvolle Wesen aus norddeutschen Sagen ist also nicht nur real, sondern auch asphaltgefährlich. Der rund 250 Meter lange und 3 Meter im Durchmesser fassende Lindwurm treibt in einer Tiefe von 30 bis 40 Metern sein Unwesen und hat besonders die östlichen Landesteile Mecklenburg-Vorpommerns unterhöhlt. Immer wieder kommt es hier zu Einbrüchen. Der Umweltaktivist und Mythenexperte Bodo Beutling-Müller ist ab 2018 als offizieller Lindwurmbeauftragter der Landesregierung eingesetzt. Nun steht der Forscher vor einer großen Herausforderung. Zunächst sollten wir den Lindwurm auf die Rote Liste setzen und als bedrohte Tierart schützen. Dafür fordern wir gemeinsam mit NABU und BUND ein Programm und natürlich auch die entsprechende finanzielle Ausstattung. Als zweites muss dieser Lindwurm natürlich auch wissenschaftlich erforscht werden. Und dafür soll an der Universität in Greifswald ein Lehrstuhl eingerichtet werden. Die Parteien im Landtag Mecklenburg-Vorpommerns haben das Problem Lindwurm im Dezember noch in einer Aktuellen Stunde diskutiert. Der AfD-Abgeordnete Professor Ralf Weber setzt sich vehement für den Lindwurm ein. Weber meint, der Lindwurm sei eine nationale heimische Tierart und sollte so als Teil norddeutscher Volksidentität geschützt werden. Der Wissenschaftler und Lindwurmbeauftragte des Landes, Bodo Beutling-Müller, weiß allerdings mehr. Professor Weber hat auch in den altindischen Schriften geforscht, den Veden. Und dort geht es um einen Kampf zwischen dem Gott Indra und einem Wurm namens Vritra. Und dieser Kampf soll auf dem Gebiet des heutigen Mecklenburg-Vorpommern stattgefunden haben. Allerdings ist das nicht bewiesen. Da ist der Wurm drin, sagt dazu Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Gemeinsam mit allen demokratischen Kräften im Landtag warnt sie vor einer Instrumentalisierung des Unwesens. Da der Lindwurm in unserem Land bereits erhebliche Schäden angerichtet hat, meint Schwesig in einer Pressemitteilung, müssen wir darüber nachdenken, ihn einzufangen und in einer unserer zoologischen Einrichtungen auszustellen. Das wäre eine fantastische Idee. Wir könnten den Lindwurm noch besser erforschen und wären hier in Mecklenburg-Vorpommern um eine touristische Attraktion reicher. Ein Lindwurm, den hat keiner. Das wäre ein tolles Alleinstellungsmerkmal. Kein Kuscheln mit dem Wurm, das fordert seinerseits der CDU-Innenminister Lorenz Kaffier und erinnert ebenfalls an die jüngsten Schäden in Millionenhöhe auf der A20, die ihn ziemlich wurmen. Wie auch in der Wolfsdebatte vertreten die Christdemokraten die Meinung, gefährliche Tiere sollten aus der Natur entfernt werden oder, um es genau zu sagen, in weitmännisch gesprochen, entnommen werden. Ist der Abschuss von Lindwürmern tatsächlich denkbar? Ich fürchte, eine solche Aktion könnte die Gesellschaft erneut spalten. Stattdessen haben wir auf Facebook die Aktion »Der frühe Vogel fängt den Lindwurm« gestartet. Hunderte bis Tausende Ehrenamtler gehen mit der Fotokamera auf die Suche nach dem Lindwurm. Auch auf Bundesebene ist der Lindwurm aus Mecklenburg-Vorpommern Thema. Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel, in deren Wahlkreis sich der Lindwurm derzeit aufhalten soll, hat dem bösen Vieh bereits offizielle Gespräche angeboten. Zum Redaktionsschluss stand allerdings die Antwort noch aus.